Okay, fangen wir an mit der Vorlesung heute. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Dann legen wir los. Vielleicht habt ihr das Wochenende damit verbracht, eure Hausaufgabe zu machen. Zur Erinnerung, diese Woche müsst ihr eine Hausaufgabe abgeben in den Tutorat. Ja, also der Termin ist wieder abhängig davon, je nachdem, welchem Tutorat ihr seid. Aber als kleine Erinnerung, diese Woche ist die Hausaufgabe 2 fällig. Ja? Okay. Fangen wir mal an. Kleine Frage hier. Okay, aus irgendeinem Grund in der PowerPoint ist alles drin. Egal. Okay. Ja, da kommen wir später gleich nochmal drauf zurück. Also ihr würdet da tatsächlich was anderes machen. Ja. Das heißt, ihr seid wahrscheinlich nicht so ganz rationale Akteure, die man so sonst im Wirtschaftsleben sich vorstellt. Also kommen wir später nochmal drauf zurück. Habe ich als nächstes noch eine zweite Frage? Könnt ihr die auch schon beantworten? Ja, hier funktioniert es. Okay, also das habt ihr eigentlich fast alle richtig. Es geht um over-socialized versus under-socialized. Da werden wir uns jetzt gleich mit beschäftigen. Und auf das erste kommen wir gleich nochmal zurück. Okay. Okay, also das ist das, was ich heute mitgebracht habe. Zum einen will ich auf Embeddedness eingehen oder das eigentlich so diese ganze Idee von Kranowitter. Over-socialized versus under-socialized und dann ist ein Designpunkt, der eigentlich sehr programmatisch war und sehr wichtig für diese ganze Wirtschaftssoziologie. Ich sage, das war so ein Manifesto, so ein Statement-Artikel, den ihr da gelesen habt. Vielleicht nicht immer so ganz einfach zu lesen, aber der war halt echt ein ganz wichtiger Artikel. Das ist einer der drei wichtigsten, am meistzitiertesten Soziologie-Artikel überhaupt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es der erste oder der dritte ist. Auf alle Fälle hat er gerade wieder zwei davon geschrieben, den zweiten Teil der Vorlesung beschäftigt uns. Strength of Weak Ties Artikel, die beide sind jeweils der erste und der drittmeist zitierte Artikel in Soziologie. Also das ist, hat irgendwie einen ziemlich großen Impact gehabt. Embeddedness, es geht eigentlich überhaupt nicht um Betten, aber egal. Es geht eigentlich um Social Networks bei der ganzen Sache. Ja, die Eingebundenheit in soziale Netzwerke. Und da sind wir schon bei der Eingangsfrage, ob ihr jetzt euren Freunden einen anderen Preis machen würdet, als wenn es jetzt ein Stranger wäre. Ja, jemand, den ihr nicht kennt. Okay, also Social Networks, da will ich dann wahrscheinlich im zweiten Teil der Vorlesung fange ich damit an, oder vielleicht schon vorher, wenn wir sehen. Und dann Strength of Weak Ties geht es darum, dass solche lose Verbindungen eigentlich unheimlich wichtig sind. Dass es gar nicht unbedingt eure starken Freunde sind, die am wichtigsten sind oder die Leute, die ihr am besten kennt, sondern dass es solche lose Bekanntschaften sind. Und das Argument hier ist, dass diese losen Bekanntschaften euch Zugang verschaffen zu anderen Communities, zu anderen Netzwerken, die ihr sonst nicht, wo ihr sonst nicht, die nicht erreichen könntet. Also der Punkt ist einfach der, eure starken Verbindungen, die sagen euch nichts Neues. Die sagen euch das, was ihr eh schon wisst. Das ist so der Punkt, ja. Witzigerweise war Granovetter, da geht es eigentlich darum, einen Job zu bekommen. Und witzigerweise hat er das als seine PhD-Thesis geschrieben, also da wollte er einfach einen Job kriegen, glaube ich. Und dann hat er halt festgestellt, dass die meisten Leute halt einen Job über solche losen Kontakte bekommen. Jetzt nicht irgendwie über starke Beziehungen, sondern über schwache Beziehungen. Also darum geht es, das ist das Argument von Strength of Big Ties und dann am Ende noch so ein bisschen über Networks and Economy oder wie einfach die Wirtschaft in Netzwerke eingebettet ist. Okay, also heute ist so ein Mark Granovetter-Tag. Mark Granovetter ist Soziologe in Stanford im Moment.
Und er hat dann zwei großen Artikel hier geschrieben. Ja. Also das ist mal einer, der auch noch lebt. Der hat, wie gesagt, in Economic Action and Social Structure. Den Artikel habt ihr gelesen. Und der zweite Artikel, den ich auch sehr empfehlen kann zum Lesen, wenn euch das Thema interessiert, The Strength of Weak Ties. Das ist eigentlich ein ziemlich alter Artikel, das ist 73. Ja. Aber trotzdem noch super aktuell. Also ich habe ihn gerade letzte Woche mit Doktoranden und Masterstudenten nochmal gelesen in so einem Lektüre-Seminar. Und da hat man eigentlich immer wieder neue Ideen, wenn man das Ganze liest. Okay, fangen wir mal an mit Embeddedness. Worum geht es in Embeddedness? Okay, was jetzt halt Granovetter so feststellt, ja, oder so halt beobachtet, er sieht eigentlich, dass er so zwei Vorstellungen von individuellem Handeln, ja, oder er nennt es dann auch Economic Action, ja, also wie irgendwo wirtschaftliches Handeln stattfindet, und er sagt so, beide Varianten, wie wir uns das bisher so angucken in den Sozialwissenschaften, die sind eigentlich suboptimal. Da fehlt irgendwie was. Ja, und er charakterisiert das Ganze als undersocialized und als oversocialized und setzt die im Gegensatz zueinander. Ja, also das eine, der undersocialized, gehe ich gleich nochmal drauf ein, das ist eigentlich die Idee oder das so, so vorgestellt von Granovetter, dass er sagt, die Ökonomen, die schauen sich das Individuum an und das Individuum handelt ganz rational und macht jedem den gleichen Preis. Ja, das wäre jetzt so die Vorstellung, mit der jetzt so vor allem neoklassische Ökonomie sich mit beschäftigt hat oder wo das Ganze darauf aufbaut. Während im Gegensatz dazu sieht ihr, gerade damals zu der Zeit, ja, in den 60er, 70ern, da war die Soziologie vielleicht ein bisschen anders, als sie das heute ist. Da war Soziologie viel, aber die Gesellschaft als Ganzes, ja, und da ist ein soziales System. Und die Individuen sind da eingebettet und eigentlich erklärt das ganze menschliche Verhalten. Ja. Gehe ich auch gleich noch weiter drauf ein. Und beides hat halt Granovetter als unzufriedenstellend empfunden. Hat gemeint, da geht was verloren irgendwie. Auf der einen Seite den Menschen als so isoliert zu betrachten, auf der anderen Seite zu sagen, dass die Gesellschaft eigentlich alles bestimmt. Das ist ja auch Schwachsinn. Wir sind ja immer noch Individuen. Ja, aber so war halt damals die Vorstellung von Soziologie, da sagt, okay, Soziologie erklärt eigentlich komplettes menschliches Verhalten. Das waren so die Heydays von Soziologie, aber da gehe ich gleich noch weiter drauf ein. Okay, lass mich mal ein bisschen über the undersocialized man sprechen. Ja, also Mensch steht hier für Mensch. Undersocialized ist halt so die Vorstellung des rational handelnden Individuums, was eigentlich immer so seinen Nutzen maximiert und was ich eigentlich immer die ganze Zeit überlege, okay, was mache ich denn jetzt? Ja, hier so ein blöder Comic, das irgendwie Good Advice oder Bad Advice und dass selbst das irgendwie eine Entscheidung ist, die getroffen werden muss. Ja, also dass Individuen eigentlich Entscheidungen isoliert treffen. Und der Undersocialized Man, der ist eigentlich 100% rational. Ja, ihn juckt es eigentlich nicht, was die anderen machen. Ja, warum sollte mich das jucken? Ja, ich optimiere einfach nur das, was ich irgendwie für mich irgendwie erreichen kann. Eine andere Vorstellung davon ist, oder was so mitschwingt, mittlerweile hat sich das auch ein bisschen verändert in der Ökonomie, aber damals war das halt so, dass das Individuum eigentlich die Institution nicht verändert. Ja, Institutionen sind eigentlich extern vorgegeben und das Individuum handelt darin. Aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Markt zu verändern, dadurch, dass ich was mache. Ja, da ist die Vorstellung, der Markt ist einfach so groß und das, was ihr jetzt macht, ob ihr jetzt was kauft oder nichts kauft, das verändert jetzt den großen Markt an sich eigentlich nicht. Das war so die Vorstellung. Und auch, dass Individuen jetzt auch keinen Einfluss auf andere haben. Im Grunde genommen, dass einfach ein Einzelner herausgenommen wird und der Einzelne trifft seine Entscheidung, ja, optimiert seinen Nutzen, unabhängig von dem, was so um ihn herum passiert. Und da merkt er vielleicht schon, das greift vielleicht ein bisschen zu kurz. Ja, aber das ist tatsächlich irgendwie so eine Idee, die in der Ökonomie halt so die Grundannahme ist, ja, dass da der rational handelnde Akteur dasteht. Und die Idee, die ist halt auch relativ erfolgreich, auch zu dem Zeitpunkt in den 70ern, da hat es angefangen mit Behavioral Economics und so weiter, hat man angefangen, diese Idee halt auch auf nicht-ökonomische Phänomene anzuwenden. Ja, da hat man so gesagt, okay, wir können eigentlich den Heiratsmarkt dadurch erklären, dass da Individuen ganz rational handeln. Ja. Oder wir können Kriminalität erklären, dass der Individuen ganz rational handelt.
Aber das war halt so der Ansatz. Gavin Becker ist also ein großer Ökonom in Chicago, der halt das eigentlich eingeführt hat und dann Ökonomen sich auf einmal für nicht ökonomische Phänomene interessiert haben, aber halt immer auf ökonomischen Annahmen basiert, das Ganze betrachtet haben. Ja, dass da ein Individuum ist, was einen schwach rational handelt. Und auch losgelöst von Kontext handelt. Ja, das ist manchmal faszinierend, wenn ich mit Ökonomen spreche und die einfach gar nicht wahrnehmen, dass irgendwie Handeln halt trotzdem noch irgendwo in Gesellschaft stattfindet. Und dann finden sie das irgendwann raus, so 10 Jahre alt oder so, dass Ökonomen jetzt auch Netzwerke für sich entdeckt haben. Dann finden sie raus, dann ist es ein richtig neues Ding, dann sage ich, Mensch, das machen die Soziologen schon seit 70 Jahren. Anyway, was im Undersocialized Man halt auch der Fall ist. Also eigentlich der Punkt ist, wo es hingeht, im Endeffekt, dass soziale Beziehungen hier eigentlich keine Rolle spielen. Warum sollen die keine Rolle spielen? Weil, stellt euch vor, ihr seid jetzt da irgendwie auf dem Markt und wollt mit irgendjemand was verkaufen und die Person, die kommt euch blöd oder keine Ahnung, die Beziehung passt irgendwie nicht, dann geht ihr einfach zu jemand anders. Ja, das ist so diese Vorstellung, dass quasi der Wettbewerb dazu führt, dass Beziehungen eigentlich total vernachlässigt werden, ja, dass sie eigentlich keine Rolle spielen. Weil sobald irgendwie hier ein Trader eine schwierige Situation oder irgendwie Mistrust encountert, also beobachtet, geht er einfach zu jemand anderem. Also Social Relations sind in dem Modell jetzt einfach gar nicht so wichtig. Das ist eigentlich schon eine krasse Aussage. Auf der anderen Seite haben wir jetzt den Over-Socialized Man. Also das sind eigentlich so Idealtypen, ja, die eigentlich so Granovetter jetzt einfach benutzt, um so zu beschreiben, wie denn die Leute so sich das individuelle Verhalten angeguckt haben. Ja, also es ist nicht so, okay, das gibt es jetzt, aber es sind so quasi idealtypische Beschreibungen davon. Irgendwie um davon zu lernen, okay, was fehlt denn in der bisherigen Theorie, die wir so haben. Und auf der anderen Seite sieht ihr halt diesen Over-Socialized Man. Over-Socialized Man, worum geht es da? Da geht es eigentlich darum, dass eigentlich Individuen eigentlich total von Gesellschaft bestimmt sind. Ja? Und das ist interessanterweise, wenn man sich so die Geschichte der Soziologie anschaut, dann war das tatsächlich so ein Driving Factor. Ja, so, wir sind ja Soziologen, irgendwie ist es nicht nur individuelles Verhalten, irgendwie utilitaristisches Verhalten, irgendwo, wo jeder irgendwo seinen Nutzen maximiert, Invisible Hand und so weiter. Das ist ja totaler Schwachsinn, das haben die Leute halt irgendwann so gesagt, gemerkt, okay, wir müssen mal was anderes machen. Und so kann man halt auch sagen, dass irgendwie ein Großteil im 19. Jahrhundert, auch im 20. Jahrhundert Soziologen eigentlich immer so diese Position verteidigt haben. Gesagt haben, okay Leute, da ist noch mehr dabei. Ja? Da ist irgendwie Gesellschaft matters. Was halt durchaus Sinn macht. Ich meine, deswegen sind wir ja auch hier, das glauben wir ja auch. Aber das haben sie halt schon fast wieder übertrieben irgendwie gemacht. Ja, gesagt, okay, das ist einfach nicht real, so eine Abstraktion, ein Economic Man oder ein Gainseeker, ja, oder ein Political Man, der irgendwie nach Power strebt bei Machiavelli oder irgendwie ein Self-Preserving Man oder keine Ahnung, oder einer, der nur noch Sicherheit sucht bei Hobbes und Darwin und so weiter, dass das eigentlich nicht richtig ist. Ja, und Soziologie hat sich halt so positioniert oder so entwickelt. Und dann hat halt irgendwann Soziologie gemeint, okay, wir haben die Lösung für alles gefunden. Ja, wir wissen jetzt, was es ist. Es ist Gesellschaft. Ja, es ist Gesellschaft. Gesellschaft bestimmt irgendwie, was passiert, ja, und wie Individuen handeln. Und am krassesten war das halt tatsächlich so in den 1960er und 70er Jahren mit Strukturfunktionalismus. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Tycho Parsons, The Godfather, ja, der gemeint hat, okay, es ist tatsächlich irgendwo Gesellschaft, die alles bestimmt. Das Individuum selber spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Und warum war das so? Die Vorstellung war einfach die, dass zum einen Menschen internalisieren Normen. Ja, also ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie eine Norm, ich sehe irgendwie, wie das halt in der Schweiz funktioniert. Da geht halt keiner bei Rot über die Straße. Ich mache das halt immer noch, weil ich aus Wäldern komme. Und langsam merke ich halt, oh, das sieht jetzt blöd aus. Und irgendwie dann internalisiere ich diese Norm. Ja, ich internalisiere diese Norm. Das ist so eine Vorstellung, dass Menschen Normen internalisieren und dann demnach handeln. Eine zweite Vorstellung, die dann da war, dass Menschen quasi ein favorable Self-Image suchen. Ja, also sie versuchen, sich selbst in einem guten Licht darstellen zu lassen. Oder aussehen zu lassen. Und das aus dem Grund Menschen halt, die sich an die Erwartungen anderer anpassen.
Ja, man geht konform mit irgendwas, weil man gut aussehen will, weil man nicht da irgendwie herausfallen will. Und die zwei Gedanken, oder generell, dass einfach halt Gesellschaft eigentlich alles bestimmt, die sind halt verknüpft und teilweise passend. Ja, ich will jetzt nicht allzu viel drauf eingehen, teilweise passend ist auch furchtbar zu lesen. Structure of Social Action, furchtbares Buch. Ja. Aber er war halt damals der absolute influential figure. Er war halt Professor in Harvard und ich muss dir vorstellen, der war halt tatsächlich in so einem Battle drin. Auf der einen Seite Leute von um Tage Parsons herum, die halt gemeint hatten, okay, der Gesellschaft ist eigentlich alles und das Individuum können wir eigentlich ganz vergessen, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen eigentlich gar nicht solche Disziplinen wie Psychologie oder Ökonomie oder irgendwelche anderen Verhaltenswissenschaften. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Weil wir müssen ja eigentlich nur Gesellschaft anschauen, weil Gesellschaft bestimmt ja, was Individuen denken oder was für Normen das sie internalisieren und dementsprechend, wie sie sich verhalten. Ja, das war so dieser große Gedanke. Und da war halt, es ist witzig, dass er auch ähnlich aussieht. Ja? Tiger Parsons, Godfather. Ja, Tiger Parsons, Godfather. Ja. So war das halt tatsächlich. Und dann haben sich tatsächlich auch Leute dagegen aufgelehnt, witzigerweise auch in Harvard selber, ja, also auf demselben Gang, war dann George Caspar Homans, der dann irgendwann auch Präsident der American Social Association war, ein paar Jahre später. Und in seiner Antrittsrede hat er geschrieben, und die Antrittsrede, könnt ihr auch nachlesen, ist glaube ich in ASR veröffentlicht, American Sociological Review. Seine Antrittsrede von George Caspar Homans war Bringing Man Back In, also bring den Menschen zurück. Quasi, Leute, das sind auch noch Menschen. Das ist nicht nur Gesellschaft, was irgendwie alles beschreibt. Das sind auch Individuen, die ja noch irgendwie handeln. Ja. Also es ist interessant, auch gerade heutzutage, wenn man mit anderen Soziologen spricht, ich merke das auch selber in verschiedenen Departments, Soziologen haben manchmal, wahrscheinlich ist es so ein Bedürfnis nach Rechtfertigung der eigenen Existenz. Ja. So, warum gibt es uns überhaupt? Von daher muss ja Gesellschaft wichtig sein. Weil wenn Gesellschaft nicht wichtig wäre, dann bräuchte man ja keine Soziologen. Also so ist es tatsächlich irgendwie manchmal ein Gedanke, der halt meiner Ansicht nach extrem short-sighted ist. Weil natürlich ist es nicht so, dass individuelles Verhandeln außerhalb von Gesellschaft stattfindet, aber es ist genauso wenig der Fall, dass Gesellschaft alles bestimmt. Also manchmal bestimmt Gesellschaft Dinge eigentlich viel mehr, als wir so denken. Ja? Also das ist auch so ein interessantes Phänomen. Vielleicht seid ihr auch schon mal über Pierre Bourdieu gestolpert. Pierre Bourdieu mit dem Habitus. Und damit ist eigentlich gemeint, hat mir mal jemand den Habitus erklärt, dann hat gemeint, der Habitus ist eigentlich the unchosen principle in all your choices. Also das nicht gewählte Prinzip all eurer Wahlen. Ja, das heißt, ihr denkt gar nicht über manche Optionen nach, weil ihr halt so aufgewachsen seid. Ja, weil umgekehrt, ja, sagen wir mal, ich weiß nicht, ihr kommt irgendwie aus einer Lower Class heraus, dann denkt ihr gar nicht an Optionen, irgendwie, die irgendwelche Higher Classen haben. Ihr könnt noch so sehr versuchen, euch anzupassen. Ihr werdet es nie schaffen, weil irgendwie halt die Prinzipien, wie ihr eure Entscheidungen trefft oder was ihr denkt, ist halt schon vorgeprägt. Also das ist durchaus ein interessantes Beispiel, wo irgendwie dann Gesellschaft quasi diese Wahlen, quasi die Auswahl bestimmt von dessen, was ihr euch auswählt. Anyway, aber lass mich eigentlich zurückkommen hier zu Godfather und Gesellschaft bestimmt alles und zu Conformity. Hier haben wir ein Quote von Johnson, der sagt, Conformity to institutionalized norms is, of course, normal. Yeah. The actor, having internalized the norms, feels something like a need to conform. His conscience would bother him if he did not. Ja, das war so diese Meinung, die es damals existiert hat, dass quasi Menschen einfach Normen folgen. Ja, sie wollen irgendwie konform sein. Ich fasse es eigentlich nochmal zusammen, dass halt damals so die vorgängige Meinung war, dass das individuelle Verhalten eigentlich total von Normen und Institutionen, institutionellen Mustern irgendwie beeinflusst wird und interessanterweise, dass man dann irgendwie fragen würde, warum irgendwie soziale Ordnung möglich ist, ja, zum Beispiel bei Hobbes, gerade der Schreiber über Hobbes, wenn ihr das gelesen habt. Der Zusammenhang ist der, dass von diesem Viewpoint, ja, dass Normen eigentlich alles bestimmen, diese Frage Schwachsinn ist. Und man sagt, natürlich irgendwie ist da Ordnung möglich, weil die Leute ja diese Normen internalisieren.
Aber das ist halt ein bisschen Short-Sight. Und das setzt dann diese Kritik von Dennis Rong ein, auf die sich gerade wieder bezieht. Dennis Rong hat quasi diesen Term over-socialized man geprägt. Und er sagt, such a model of man denies the very possibility of his being anything but a thoroughly socialized being, and thus denies the reality of the Hobbesian question. Sociologists need to develop a more complex dialectic conception of human nature instead of relying on an implicit conception that is tailor-made for a specific sociological purpose. Also eigentlich die Kritik hier ist, Gesellschaft bestimmt einfach nicht nur alles. Ja, Individuen sind einfach noch da. Im Gegensatz zu der ökonomischen Variante, dass eigentlich Individuen reine Nutzenmaximierer sind. Und warum könnte man jetzt sagen, dass quasi diese zwei Ausgangspunkte, ja, dass Menschen Normen internalisieren und zum anderen, dass Menschen halt quasi gut aussehen wollen im Vergleich zu anderen, warum könnte man sagen, dass das irgendwie nicht funktioniert? Also hier, Internalization of Norms findet halt nicht unbedingt statt. Ja, also warum sollte ich irgendwie eine Norm internalisieren? Warum sollte das eigentlich immer alles prägend sein? Das war hier der eine Punkt. Und der zweite, dass Menschen halt nicht immer unbedingt irgendwie ein favorable Self-Image suchen. Das war so der Gedanke, dass zum einen dieses Status-Seeking durchaus wichtig ist. Ich meine, es ist schon ein interessantes Phänomen, dass wir einfach nicht doof aussehen wollen. Ja? Also oftmals verhalten wir uns auf eine Art und Weise, wo wir konform gehen mit Leuten um uns herum, um da einfach nicht irgendwie blöd auszusehen. Ja? Ich meine, ich habe jetzt auch aufgehört, irgendwie bei Rot über die Ampel zu laufen. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier ein höheres Risiko habe, dass ich überfahren werde. Das glaube ich nicht, aber ich mache es trotzdem. Genauso wie in Irland mache ich komische Sachen. Da sage ich immer Danke zum Busfahrer. Das könnte man doch mal im Schatz machen. Dass man irgendwie immer zum Busfahrer Danke sagt. Das macht man in Irland. Da geht man immer irgendwie und dann freut mich der Busfahrer. Der sagt am Tag sagt er tausendmal irgendwie Danke zu den Leuten. Weil der sagt ja immer wieder zurück. Genau, aber gut. Also, während dieses Status-Seeking durchaus auch wichtig sein kann, sind halt andere Dinge auch noch wichtig. Ja, also, das ist nicht der einzigste Driver von Human Action. Und wie ich es halt schon gemeint hatte, also dieses Insistieren auf die Bedeutung von sozialen Faktoren, das beobachtet ihr eigentlich relativ schnell bei Soziologen, dass sie dann das Soziale über das einzelne Individuum halten. Ja? Irgendwie aus so einer Selbstrechtfertigungsecke heraus. Was aber eigentlich total unnötig ist. Also meiner Ansicht nach machen das eigentlich nur Soziologen, die eigentlich auch nicht richtig was drauf haben. Okay, also jetzt haben wir quasi diesen under-socialized und diesen over-socialized man. Das sieht so gerade wieder als so die krassen Extreme, wie sich so die Sozialwissenschaften auf der einen Seite Ökonomie und auf der anderen Seite Soziologie wirtschaftliches Handeln oder generell eigentlich normales individuelles Handeln sich anschauen. Und sagt, okay, die zwei stehen eigentlich gegenüber voneinander, aber dann sagt er, auf eine gewisse Art und Weise sind die beide eigentlich, haben dasselbe Problem. Und da sagt er, dass beide eigentlich Individuen als atomized betrachten, ja, als losgelöst. Jetzt könnt ihr sagen, ja, okay, beim under-socialized man ist das eigentlich klar, ja, der wird ja irgendwie ist ein einzelnes Individuum, was sich rational verhält und sich nicht um die anderen kümmert, den juckt es nicht, ob jetzt da der Freund irgendwie das Produkt verkauft kriegt oder nicht. Auf der anderen Seite, warum sollte das bei over-socialized man auch der Fall sein? Sagt halt klar, wird okay. Beim under-socialized man haben wir a narrow pursuit of self-interest. Und Individuen sind rational, ja, und die kümmern sich eigentlich nicht um die Leute drumherum. Und das führt so zum losgelösten Betrachten von Individuen. Auf der anderen Seite, beim over-socialized man, sagt er jetzt, okay, also behavioral patterns, also wie sich Menschen verhalten, die sind eigentlich schon so internalisiert, ja, die sind so irgendwie in Gesellschaft eingebunden, dass es eigentlich nur ein automatisches Programm ist, was da abläuft. Dass der immediate social context eigentlich gar nicht mehr von Bedeutung ist. Weil einfach die Norm sich schon so auf mich ausgeprägt hat, dass es von da an läuft eigentlich nur noch Schema F ab und das Individuum verhält sich halt dementsprechend. Also
once we know an individual social class, everything else is automatic since they are well socialized, and social influence is an external force that insinuates itself in the minds and bodies of individuals. Social influence is all contained inside an individual's head. Ja, das heißt, in der krassen Variante fängt eigentlich soziale Influenz schon viel früher an. Das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, was ihr jetzt gerade macht, sondern in der Variante ist es halt schon durch die Normen ganz genau auf mich ausgeprägt. Und dementsprechend sagt jetzt gerade, wer dann hier, haben eigentlich beide Varianten hier das Problem, dass sie die immediate social context and relationships von Individuen vernachlässigen. Ja, das ist eigentlich so sein Hauptpunkt. Und da sagt er, okay, das ist eigentlich verkehrt. Sagt er, actors do not behave or decide as atoms outside the social context, nor do they adhere slavishly to a script written for them by the particular intersection of social categories that they happen to occupy. Their attempts and purposes of actions are, and it comes, instead embedded in concrete ongoing systems of social relations. Das ist die Hauptmessage von diesem Artikel eigentlich. Ja. Embeddedness, dass Verhalten eingebunden ist. Erscheint uns heutzutage eigentlich auch ganz normal, ja, aber damals war das halt tatsächlich vor diesem Hintergrund. Auf der einen Seite haben wir die Ökonomen, auf der anderen Seite haben wir die Soziologen, die auch ganz komische Sachen machen. Und keiner hat irgendwie zwischendrin sich mit den sozialen, mit den immediate social context und social relationships beschäftigt. Und das war dann so der Gründungsmoment von dem, was wir heutzutage New Economic Sociology nennen. Ja, und da war halt dieser 1985 Artikel so ein Manifest, der da eine wichtige Bedeutung hatte. Und eigentlich sagt es, dass selbst rational handelnde Individuen oder selbst in rationalen ökonomischen Austauschen sind Individuen einfach beeinflusst von vorexistierenden Beziehungen. Jetzt sind wir beim Beispiel. Ihr wollt da irgendwas verkaufen, ja? Und irgendwie seid ihr beeinflusst von der vorher bestehenden Beziehung, dass das jetzt euer Bekannter ist oder ob das ein Fremder ist. Gerade wieder selbst schaut sich das am Beispiel von Business-Netzwerks an. Das ist, ich glaube, nennt sich Gongxi. Das ist ein großes Feld. Ja, chinesische Netzwerke, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn ihr jemals Business in China habt, Netzwerke sind da unheimlich wichtig. Ja, das ist ganz komisch, das war mir selber gar nicht so bewusst, bis ich letztes Jahr in China war und das halt mal gesehen habe. Und da findet er halt, dass diese ökonomischen Verhalten mega krass oder Businessbeziehungen mega krass in persönliche Beziehungen eingebettet sind. Oder dass die halt sehr, sehr wichtig sind. Und dass hier dann Beziehungen zwischen Verkäufer und Käufer oder stellt euch das noch anders vor, Beziehungen zwischen zwei verschiedenen Firmen, da sind einfach unheimlich oft persönliche Beziehungen, spielen da eine Rolle. Und Economic Exchanges findet einfach nicht zwischen Fremden statt, sondern in der Regel eigentlich zwischen Individuen, die schon eine längere Beziehung miteinander haben. Ja, ein Beispiel ist auch ganz konkret, warum ich jetzt gerade hier bin. Weil ich einfach Leute hier kenne. Da habe ich irgendwann gesagt, hey Thomas, willst du nicht mal herkommen? Kannst du mal da rot über die Straße gehen und gucken, was so passiert. Oder wie ihr selbst auch gemerkt habt, dass irgendwie der Preissetting-Mechanismus halt auch krass irgendwie von der Beziehung abhängig ist. Aber jetzt habe ich hier mal the man himself, also Mark. The argument in the paper starts out by saying, suppose people, what would economic life be like if people didn't have social relationships? And I said, well, that's a thought experiment. And it's a thought experiment that is very hard to accomplish because people always do have social relationships. But if you look at the way people have analyzed the economy, they have tended to go in two different directions. Either they have taken what I called the under-socialized approach, which is typical of classical and modern economics, which is that people are basically pursuing their own self-interest and their social relationships don't matter. All that matters is what they're doing in the economy. So that's under-socialized. But then there was a sociological view, which is that people's activities in the economy or anywhere else were completely regulated by the norms and values they had acquired from their socialization, from their childhood, from their people around them. And that's what
Dennis Wrong had called, another sociologist had called, the over-socialized conception of man in modern sociology. And I said in this paper, look, you might think these are opposites. You know, one has people that are completely out for themselves and are not paying any attention to anything else. Another has people who are completely in the completely under the control of these norms and values that they've absorbed from the larger society. But there's a funny sense in which these two extreme views coincide with one another, in the sense that they both ignore people's social relationships. And once you take people's social relationships into account, you get a different picture of the economy, because a lot of what happens in the economy happens through social relationships. People carry out a lot of their economic activities through social relationships. And once you take that into account, and I called that embeddedness, I said that people are, people's economic activity is embedded in their networks of social relations, and that whether or not people can trust each other, which is a big problem in any economic set of outcomes, depends on what kind of social network and social relationships they have. One thing I didn't say that people often make the mistake of attributing to me or attributing to economic sociology is that people's social relationships always lead them to trust one another. This is a mistake. I mean, whether there is trust is a complicated issue. It depends on how the network of social relationships is set up. In fact, it's very important to keep in mind that when you trust other people, you are much more vulnerable than if you didn't. So that the fact that you have a social relationship with someone may make you think that you can trust them and you don't have to pay attention to what they're doing. But if the other person has bad intentions toward you, as sometimes is the case, we talk about the so-called confidence rackets, where people simulate interest in you and simulate social relationships so that they can deceive you. So that when you have a social relationship and when you trust another person, then you're much more vulnerable to them than if they were strangers, because then you would be wary. So it's not an automatic thing that you have trust because you have social networks. But it did seem to me that the argument that Williamson made in Markets and Hierarchies failed because he didn't take into account, he just assumed that everyone interacting with one another in the economy were strangers to one another. And if that were the case, then it might be true that in order to reduce transaction costs, that when transactions got complicated, they would always have to be internalized into firms. But in fact, when you look at real markets, you see small independent firms carrying on very complicated transactions with one another. Silicon Valley, for example, or many high-tech regions are examples of that, or the so-called Third Italy, where these textile firms carry out very complicated relationships with one another. And the reason they can do that is because they have social networks of relationships connecting these firms that make it possible for them to interact with one another and resolve some of these problems that would otherwise occur. And so it seemed to me that you had to take that into account to get any kind of reasonable account of the economy. Okay, also erzähl dir noch ein bisschen mehr über Trust und so weiter, ja, da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Aber der Hauptpunkt eigentlich ist der, dass einfach wirtschaftliche Beziehungen halt eingebettet sind in andere soziale Beziehungen, die da eine Rolle spielen. Und dass das zu kurzsichtig ist. Und das hat halt ein großes Research-Programm dann inspiriert, wo sich Leute dann alles Mögliche angeschaut haben. Ja, zum einen, wir kommen gleich irgendwie nach der Pause drauf zurück, wie Leute Jobs bekommen. Ja, dass das halt eigentlich über persönliche Beziehungen funktioniert. Viel öfters, also irgendwie über eine Bewerbung. Oder wie Handelsbeziehungen entstehen zwischen verschiedenen Firmen. Das ist eigentlich krass, wie da persönliche Beziehungen eine Rolle spielen. Ja, das ist eigentlich unheimlich, unheimlich wichtig. Es ist nicht so, dass das ein großer Markt ist und sich das alles schön selbst reguliert und so weiter und so fort. Okay, jetzt habe ich eine kleine Aufgabe für euch. Und zwar in Bezug auf diese Idee von Embeddedness. Möchte ich das kurz in kleinen Gruppen besprechen. Zu welchem Grad eure Beziehungen, eure ökonomischen Entscheidungen, die ihr jetzt trifft, als Beispiel könnt ihr jetzt nehmen, okay, wie ihr irgendwie den Preis da gesetzt habt. Die meisten von euch haben gesagt, irgendwie, ihr würdet eurem Freund einen besseren Preis machen als irgendwie ein Stranger. In welcher Art und Weise oder vielleicht in welcher anderen Art und Weise ist denn das eingebettet in soziale Netzwerke und in welcher Art und Weise ist es denn unabhängig von anderen Leuten? Ja, also 2-3 Minuten und dann reden wir kurz darüber.
Okay, fangen wir wieder an. Um das Ganze nochmal zu verbinden. Also Kranavida sagt einfach, okay, wir haben auf der einen Seite diesen under-socialized man, auf der anderen Seite haben wir den over-socialized man, also man steht hier im Englischen für Mensch, und dass beide eigentlich was vergessen, und das sind die Beziehungen zwischen den Individuen. Ja? Also die immediate social context, die social network relationships. Und so hat halt, ich meine, gibt es auch schon eine Weile länger, die Forschungsfeld sozialer Netzwerke, aber so hat eigentlich Kranavida auch einen ganz interessanten Punkt gemacht, der das Ganze nochmal stärker beflügelt hat. Ja, und dann dieses New Economic Sociology, da machen die Leute eigentlich alle irgendwie Netzwerkanalyse. Ja, und ich mache sowas eigentlich auch. Also eigentlich mein Forschungsschwerpunkt ist eigentlich soziale Netzwerkanalyse. Okay, jetzt reden wir mal über soziale Netzwerke. Was sind denn soziale Netzwerke? Ja, soziale Netzwerke sind eigentlich relationale Daten. Ja, sowas habt ihr schon mal gesehen, dass Menschen einfach irgendwie miteinander verbunden sind. Das müssen jetzt nicht unbedingt Menschen sein, aber für uns Soziologen macht es eigentlich Sinn, dass es oft Menschen sind. Ja, aber das können tatsächlich auch Institutionen sein, können Organisationen sein, die halt irgendwo miteinander verbunden sind. Und dass da halt ein Muster dann da ist, dass das irgendwie Verhalten beeinflusst, dass irgendwie die Position in dem Netzwerk von Bedeutung ist. Und eine Definition von einem sozialen Netzwerk, was ist es denn eigentlich? Social Network is a social structure made up of a set of social actors, such as individuals, organizations, and a complex set of the dyadic ties between these actors. Also in dem Fall ist jetzt, wenn jemand sagt, er schaut sich soziale Netzwerke an, dann erforscht er jetzt nicht nur Facebook. Ja. Also ich habe tatsächlich auch ein bisschen Facebook-Research gemacht oder bin gerade dabei, aber ich gucke mir genauso auch Netzwerke in Schulklassen an. In Grundschulklassen. Wer ist denn irgendwie mit wem befreundet? Oder jetzt gerade mal ein Paper geschrieben, da geht es darum, wer bullied denn wen? Also wer ist denn gemein zu wem? Und was für ein Muster entsteht denn da? Oder ich habe mir auch kriminelle Netzwerke angeschaut. Wer klaut denn mit wem irgendwie ein Fahrrad? Ja, oder keine Ahnung. Oder wer macht denn mit wem einen Banküberfall? Solche Sachen. Also Netzwerke sind jetzt nicht nur die sozialen Netzwerke, die ihr so kennt. Ja, Social Media Sites, das wird man damals sehen. Natürlich sind es auch Netzwerke, die dahinter liegen, aber Netzwerke sind eigentlich noch viel, viel mehr. Netzwerke sind eigentlich immer über so relationale Beziehungen. Und dann gibt es halt ein ganz großes Feld, wie man sich irgendwie halt die Struktur anschaut, um irgendwie lokale oder auch globale Muster darin zu finden. Ja, das ist natürlich eine große Frage, wer ist denn wichtig in diesem Netzwerk zum Beispiel? Und wie große Forschung, die dann zeigt, okay, wenn Leute halt gewisse Netzwerkstrukturen haben, dann sind die auch erfolgreicher. Oder irgendwie jetzt ein Kollege von mir, dem ich gestern wandern war, an der ETH, die haben jetzt gerade ein Paper geschrieben, wie Netzwerke, eigentlich wie eure Netzwerke, witzigerweise haben sie das irgendwie zu ETH-Studenten gemacht, die eigentlich parallel zu euch sind, ja, ETH-Studenten im ersten Jahr. Und da haben sie halt geschaut, inwieweit die Netzwerke, die Leute, die ihr hier kennt, inwieweit die wichtig sind, damit ihr die Prüfung am Ende besteht. Dann kommt halt raus, dass es halt verdammt wichtig ist. Also das ist nicht so, dass ihr alle isoliert seid. Netzwerke sind in unserem Leben eigentlich sehr wichtig. Und wenn man mal so sich für Netzwerke interessiert, dann sieht man sie eigentlich überall. Ja, und dann sieht man auch relativ schnell, wie sie von Bedeutung sind. Und meiner Ansicht nach ist das eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Und das ist so mein persönlicher Kritikpunkt an Soziologie manchmal, dass einfach Soziologen, die beschäftigen sich damit so großen Kategorien, sozialen Klassen und so weiter, von mir aus auch Normen und so weiter, ja. Aber irgendwie denken sie immer noch, dass irgendwie betrachten sie die Individuen immer noch als unabhängig voneinander. Was ja überhaupt nicht der Fall ist, wenn ihr euch mal überlegt, wie irgendwie euer Verhalten von anderen beeinflusst ist. Und nächste Woche werden wir uns damit eigentlich noch viel mehr beschäftigen mit Social Influence und was Social Influence dann für Konsequenzen hat. Aber generell könnte man eigentlich sagen, dass Dependencies eigentlich in Social Life einfach sehr, sehr wichtig sind. Also mit Dependencies meine ich einfach Abhängigkeiten von Individuen untereinander. Und da gibt es jetzt ganz interessante Forschung, die einfach zeigt, dass Innovationen davon abhängen. Dass Leute innovativer sind, wenn die Leute, mit denen sie verbunden sind, innovativer sind. Und Leute sind kreativer, wenn sie mit kreativen Leuten verbunden sind. Leute haben genauso gezeigt, dass es für Rauchverhalten der Fall ist. In Schulklassen haben sie gezeigt, dass Netzwerke da wichtig sind. Dass wenn die Freunde rauchen, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie auch anfangen zu rauchen.
Social Influence. Witzigerweise, Divorce ist genauso contagious. Also wenn eure Freunde, jetzt ihr seid verheiratet und eure Freunde, die haben jetzt gerade eine Ehescheidung hinter sich, dann habt ihr auch ein höheres Risiko, dass ihr divorced. Gar nicht so lustig, Suicide ist contagious über Netzwerke. Ja, gibt tatsächlich Forschung dazu. Wenn jetzt, keine Ahnung, in eurem Freundeskreis oder in der Gemeinde jemand Selbstmord begeht, erhöht es das Risiko von Menschen drumherum, auch Selbstmord zu begehen. Crime is contagious. Ja, wenn eure Freunde irgendwie, keine Ahnung, halt da mal was mitgehen lassen, dann habt ihr auch ein höheres Risiko, dass ihr das macht. Also die Storyline ist eigentlich die, dass Netzwerke von Bedeutung sind und dass Netzwerke eigentlich unser Leben massiv beeinflussen. Und das ist so eigentlich so mein Punkt, dass das eigentlich im Zentrum der Soziologie sein sollte. Dass das eigentlich das ist, wo wir so unseren Unique Value haben. Es ist nicht irgendwie Mikroverhalten, das können andere besser erklären. Das können die Psychologen besser erklären, warum jetzt ein Individuum sich so verhält. Makroverhalten, ja, das machen auch andere. Aber irgendwie der Unique Value von Soziologie ist, dass wir das Ganze überbrücken. Dass wir schauen, wie irgendwo die soziale Situation, der Kontext, in dem wir eingebettet sind, wie der irgendwie unser Verhalten bestimmt und wie, wenn wir irgendwie so verhalten, wie das irgendwie dann wieder den Kontext verändert. Ja, diese Micro-Macro-Relationships, das finde ich eigentlich super, super spannend und das machen eigentlich außer den Soziologen, macht das keiner. Okay, ein paar Beispiele. Also da ist so ein Paper, da habe ich mir den Kunstmarkt angeschaut. Da seht ihr irgendwie verschiedene Kunstmessen. Da ist auch irgendwo Zürich mit dabei. Ja. Glaube ich, oder Art Basel ist auch mit dabei. Das sind jetzt die Messen sind jetzt quasi diese Punkte, diese Knoten, so nennen wir das, und die sind jetzt miteinander verbunden, wenn da irgendwelche Kunstgalerien sowohl auf die eine Messe als auch auf die andere Messe gehen. Und das zeigt euch halt an, wie dieser Kunstmarkt funktioniert, oder wir haben uns da genauer angeschaut, wie sich der Kunstmarkt im Zeitverlauf verändert. Oder ich habe gesagt, ich habe ein paar Papers zu kriminellen Netzwerken auch gemacht. Also das ist hier jetzt eine Jugendgang in London, in East London. Kollege von mir, der James, der war halt echt embedded in diese Gang für 2 Jahre lang. Ist halt mit denen umgerannt. Lustigerweise war das halt eine All-Black-Youth-Gang. Ja? Und James, mein Kollege, ist practically ein Albino. Ja, ist ein, also der hat halt, ist da echt rausgestorben. Das war dann halt irgendwann so das Maskottchen. Und der hat mir halt Storys erzählt, wie er da nachts dann irgendwie irgendwo da in East London auf einem verlassenen Parkplatz fährt und da andere Gangmitglieder trifft und weiß ich, was die alles im Kofferraum haben. Ja. Boah, gemeint hat, das war schon krass. Auf alle Fälle hat er da halt richtig interessante Daten gesammelt. Die Daten hat er auch gesammelt zusammen mit der Police zusammen, also mit der Polizei. Und die Polizei, die hat halt CCTV-Kameras, also Überwachungskameras von dieser Gang, die man beobachten kann, die wissen auch, wer da drin ist. Ja. Und dann haben die noch krasser, dann haben die tatsächlich einen Agent innerhalb der Gang, der sich die Gang von innen heraus angeschaut hat. Und mit den Datenquellen haben wir halt rekonstruiert, wer jetzt irgendwie hier jetzt mit wem irgendwie Verbrechen begeht, also das Co-Offending da ist. Und das ist so dieses Netzwerk, was da rauskommt. Da sind ungefähr 55 Individuen drin. Und die Story, das war also die Story in dem Paper, ihr seht jetzt hier so die verschiedenen Farben, das ist die ethnische Herkunft von diesen Gang-Members. Ja. Und die sind alle black, aber sie sind halt irgendwie alle aus, manche irgendwie aus Caribbean, aus Jamaika, die anderen sind irgendwie aus Somalia, die anderen sind irgendwo, keine Ahnung, UK-born. Und was wir da festgestellt haben, dass Ethnicity oder Ethnizität keine Rolle hat, keine Rolle spielt, für was die Jungs da jetzt verbocken, ob die jetzt im Drogenhandel drin sind oder ob die mit Waffen handeln oder was toll, was sie so machen. Aber, dass es von einer ganzen wichtigen Bedeutung ist, mit wem sie das machen. Das seht ihr jetzt hier schon, ja, dass irgendwie die Grünen zusammenhängen, die Gelben hängen zusammen, die Blauen hängen zusammen. Das nennen wir Ethnic Homophily. Also, keine Ahnung, haben wir halt 2 Papers zu geschrieben. Ein anderes Paper, was durchaus auch relevant ist in diesem Kontext mit Wirtschaftssoziologie. Ich habe tatsächlich ernsthafte Forschung über Fußball gemacht. Das war mein PhD, ja, in einer sehr klassischen Institution, wo sich die Leute eigentlich sonst soziale Klasse und soziale Mobilität anschauen. Da kam ich halt irgendwann along und habe gesagt, ey, ich will jetzt eigentlich immer Fußball anschauen. Und wie die Leute da miteinander interagieren. Manche fanden es cool, die anderen haben gedacht, ach, der Thomas, der macht so ganz komische Sachen. Auf alle Fälle, was ihr jetzt hier seht, das ist jetzt das Passnetzwerk von Manchester United. Das ist auch schon ein paar Jahre her, ist von 2006. Seht ihr, da war Cristiano Ronaldo war noch in Manchester United. Das war ein Spiel gegen Tottenham.
Und da seht ihr jetzt die verschiedenen Spieler und da seht ihr jetzt irgendwie die Pfeile, dicker und dünner, je nachdem, wie viele Pässe die miteinander zu wenig gemacht haben. Und da seht ihr jetzt zum Beispiel Cristiano Ronaldo, der bekommt viele Pässe, aber er macht keinen Pass. Ja. Das ist halt ein egoistischer Spieler. Aber gut, er schießt auf Tor. Ja, er schießt auf Tor. Oder hier ist ein anderes Paper, da habe ich mir, also was mich auch so interessiert, ist irgendwie die Entwicklung von Netzwerken über die Zeit. Das ist ein Paper zum Korruptionsskandal. Also da war ein großer Korruptionsskandal in Kanada und dann wurde der so aufgerollt, so vor Gericht. Ja. Und dann haben quasi die Leute mussten da vor Gericht aussagen und dann haben sie angefangen, mit den Fingern aufeinander zu zeigen. Da seht ihr hier, dass soziale Beziehungen nicht unbedingt auch nur positiv sein können. Also das ist eine Denunciation Pie. Da geht es irgendwie einen Pfeil in die Richtung und das seht ihr hier, das rote Individuum, das quasi der Mensch, der da gerade aussagt vor dem Richter und dann zeigt er mit dem Finger auf andere. Und in dem Paper zeigt man halt, dass quasi das, was die anderen gesagt haben, eine Rolle spielt für das, was die Leute als nächstes sagen. Weil das Ganze auch öffentlich ist. Also wenn ihr mich irgendwie denunziert, dann bin ich, ja, dann bin ich angepisst. Ja? Also dann denunziere ich euch zurück. So. Reziprozität findet man ganz stark da drin. Aber dann findet man auch Effekte für Scapegoating. Das heißt, die Leute irgendwie zeigen auf jemanden drauf, damit sie den Anschein erwecken, dass sie kooperieren, aber in Wirklichkeit sagen sie eigentlich nichts Neues, weil der andere ja schon exposed wurde vorher. Der ist ja schon von anderen schon angeschwärzt worden. Ja, also ein Scapegoat zu finden. Und dann finden wir auch einen kollektiven Punishment-Mechanismus, dass irgendwie die Gruppe an sich dann Leute, die halt viel irgendwie reden, bestraft und dass sie dann keinen Support haben in der Gruppe. Ja, also solche Sachen, da kann man ganz lustige, interessante Sachen mitmachen. Ich kann aber ewig lang zu Netzwerken erzählen. Netzwerke, noch ganz kurz, im Grunde genommen ist das links ja so ein Netzwerk und das auf der rechten Seite ist jetzt eigentlich eine Repräsentation von so einem Netzwerk. Also wenn ich ein Netzwerk sehe, ich sehe da eigentlich eine Matrix und das seht ihr dann, das nennt sich Adjacency Matrix, das ist dieser Link von Individuum 3 zu Individuum 1, der ist halt repräsentiert durch diesen Eintrag in der dritten Reihe in der ersten Spalte. Also so sehen wir Netzwerke an, aber ihr könnt das Ganze auch grafisch euch überlegen. Und dann kann man halt Netzwerke analysieren. Man kann da alle möglichen Dinge mitmachen. Man kann die Netzwerke halt beschreiben. Wie dicht sind denn die? Wie ungleich sind denn die verteilt? Ja. Oder keine Ahnung. Und dann kann man irgendwie auf Individualebene gehen. Wer ist denn da jetzt wichtig in diesem Netzwerk? Wer hat denn strukturell eine advantageous position, also der da irgendwie zentraler steht? Ja. Und dann kann man sich anschauen, irgendwie wie ist denn diese Zentralität verteilt? Und das habe ich in einem Beispiel von einem Fußballpaper gemacht. Da habe ich mir angeguckt, wie ungleich, wie zentralisiert Spielen sind. Ist da quasi ein Superstar, wo alles durchgeht? Oder sind die alle irgendwie so gleich mit involviert in dieses Interaktionsmuster? Ja, das kann man halt so über Zentralität und dann über Centralization kann man sich anschauen. Und dann kam halt bei mir raus mit ziemlich viel Advanced Statistik, mit Cross-Random Effects, Poisson Model, dass halt die Teams, die halt mehr passen, die gewinnen halt auch. Aber ich habe es halt mal gezeigt. Ne? Oder die Teams, die halt dezentraler spielen, die sind auch besser. Oder besser, als es sonst schon wären. Auf alle Fälle kann man da eine ganze Menge interessante Sachen mitmachen, mit Netzwerkanalyse, also ein super spannendes Feld, wie ich finde. Aber ich bin wahrscheinlich auch biased. Okay, lass mich jetzt über The Strength of Weak Ties reden. Strength of Weak Ties ist quasi dieses zweite Milestone-Paper von Mark Granovetter. Da geht es jetzt um die Stärke und die Schwäche von Beziehungen. Und manchen Leuten bei euch, ja, wird hinten gemeint, dass die Beziehung wichtig ist, irgendwie wie das Embeddedness ist. Ja. Ob das jetzt irgendwie eine starke oder eine schwache Beziehung ist. Ja. Granovetter hat jetzt hier einen anderen Twist dazu, weil Granovetter sagt am Ende the strength of weak ties. Er sagt also, die schwachen Beziehungen sind irgendwie stark. Die sind wichtig. Und das Argument in der Nutshell ist eigentlich das, dass er sagt, okay, diese schwachen Beziehungen, das sind Beziehungen zu Leuten, die ihr sonst nicht auch schon kennt. Er sagt einfach, die starken Beziehungen, die hat man quasi in einem kleinen Krüppchen, wo jeder mit jedem befreundet ist, so in der Richtung. Und dann einer kennt dann irgendwie einen so lose, ja, irgendwie so ein bisschen außerhalb. Aber der Kontakt gibt halt Zugang zum komplett anderen Netzwerk. Ja, zu anderem Wissen, zu anderem Knowledge und so weiter. Und so sind dann diese schwachen Beziehungen wichtig und stark.
Wo das Ganze herkommt, ist tatsächlich von seiner PhD-Arbeit, also der hat seinen Doktor gemacht, wie man einen Job bekommt. Hat er dann Leute interviewt in Massachusetts, how did you find a job? Und dann haben die gesagt, okay, von dem und dem, der hat mir das gesagt. Und dann hat er gefragt, ja, also das waren Freunde oder wie? Und dann unheimlich oft kam die Antwort eigentlich fast immer, nein, das war kein Freund. Das war so ein Acquaintance, das war irgendwie so ein Bekannter, der mir irgendwie den Job verschafft hat. Und das hat ihn dann stutzig gemacht, hat er gemerkt, das sind gar nicht die starken Beziehungen, die irgendwie den Leuten Jobs bringen. Das sind so Leute, die man so ein bisschen kennt. Und dann hat er da weiter nachgeforscht und sich angeschaut, wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein, dass diese schwachen Beziehungen so wichtig sind, um dann irgendwo einen Job zu bekommen? Also das hat er dann auch veröffentlicht, das war dann ein Buch, Getting a Job, so hieß das Buch, war aber eigentlich seine PhD-Arbeit. Also was auch ein schönes Beispiel ist, dass man schon als Student richtig, richtig tolle, gute Arbeit machen kann. Okay, was er jetzt sagt, bringt er eigentlich zwei Dinge hier ins Spiel. Zum einen die Stärke und Schwäche von Ties. Ties sind quasi Beziehungen, ne? Nennen wir Ties. Das ist das eine. Aber zum anderen schaut er sich jetzt auch die Struktur ein bisschen genauer an. Ja, wer ist denn jetzt mit wem verbunden? Und da führt er jetzt die Idee von Brücken ein. Bridges. Wenn ich das anschaue, ist oben links ist jetzt so ein Beispielnetzwerk, das ist halt sehr stilisiert. Da haben wir irgendwie auf der einen Seite eine Gruppe, auf der anderen Seite eine Gruppe. Und jetzt ist da irgendwie A und B sind miteinander verbunden. Und jetzt seht ihr schon, okay, die Beziehung ist irgendwie anders als die anderen. Warum? Weil die halt Leute mit Gruppen miteinander verbindet, die sonst eigentlich nicht miteinander verbunden sind. Das ist so eine, das ist eine Brücke, wo eigentlich jeder drüber müsste, wenn sie irgendwie von dem einen, von der einen Seite auf die andere Seite wollen. Und dann sagt, okay, sowas ist jetzt hier eine Brücke, eine globale Brücke, dass irgendwie, wenn ich die Beziehung rausnehmen würde, dann würde das auseinanderfallen. Er sagt, okay, in einer abgeschwächteren Form gibt es auch eine Local Bridge. Hier seht ihr jetzt unten eine Local Bridge zwischen A und B. Wenn ich die jetzt rausnehmen würde zwischen A und B, dann würde das dann komplett auseinanderfallen. Aber dann würde das einen ziemlichen Umweg irgendwie involvieren. Irgendwie von der einen Seite zur anderen Seite zu kommen. Ja, dann müssten die irgendwie über andere Leute gehen. Um von A zu B zu kommen, müssten die dann A nach F gehen, von F nach G, G nach H und von G nach B. Das nennt er jetzt eine Local Bridge. Aber im Grunde genommen ist eigentlich die Idee hier, okay, quasi die Beziehungen, die Gruppen miteinander verbinden, die sonst eigentlich nicht miteinander verbunden sind. Oder irgendwie die Verbindung zueinander vereinfachen. Ja, und diese Brücken, ja, die sind schon wichtig, wenn man so überlegt. Also die erlauben die Diffusion von Informationen. Ja, dadurch irgendwie wird Wissen schneller transportiert von der einen Seite zur anderen. Man hat irgendwie eine Verbindung dahin. Und Local Bridges, die bringen halt Communities miteinander in Kontakt, die halt sonst eher so entfernt miteinander in Verbindung gestanden hätten. Okay, das ist so der eine Punkt. Also Brücken, dass manche Teils irgendwie in Bezug auf mit wen sie miteinander verbinden, dass die gewisse Eigenschaften haben. Das zweite, was er jetzt einbringt, sind quasi die Stärke von Teils, ja, the strength of Teils. Da sagt er, dass Links oder diese Teils, die können halt unterschiedliche Stärken haben. Ich meine, manche sind stark, andere sind schwach. Ja, also manche sind halt Freunde, die sehr nah an euch sind, sind richtig gute Freunde und andere sind so lose Bekanntschaften. Das eine nennt er jetzt vereinfacht Strong Links und das andere Weak Links. Und bei der Strength of Ties, da hat er jetzt hier eine Definition, irgendwie, was es so ist. Es bleibt immer noch ein bisschen vage, aber er sagt, okay, das spielt eigentlich eine Rolle, wie viel Zeit, dass man so miteinander verbringt, ja, oder wie intensiv, dass man irgendwie da eine Beziehung hat und so weiter, oder wie emotional intensiv die Beziehung ist, oder ob sie auch in die andere Richtung geht, Reciprocity. Ja. Wahrscheinlich mit euren besten Freunden, wenn ihr sagt, okay, das sind meine Freunde, dann sagen sie, euer Freund das wahrscheinlich umgekehrt genauso. Da muss man hoffen, dass sie das sagen. Okay, also einfach so eine, ich hoffe, dass wir jetzt eine Vorstellung haben von Stärken von Ties. Ja, manche sind irgendwie stärker und andere sind irgendwie schwächer. Und jetzt überlegt sich der Kranerritter Folgendes. Jetzt sagt er, okay, jetzt haben wir hier eine starke Beziehung. Jetzt schaut euch mal auf dieses linke Bild an. Ja, im linken Bild haben wir eine starke Beziehung, wo irgendwie A stark mit B verbunden ist und A stark mit C verbunden. Stellt euch vor, ihr seid jetzt A und ihr habt einen richtig guten Kumpel, mit dem hängt ihr halt ab, mit dem geht ihr halt Samstagabends bei St. Paddy's Day in Kennedy's Irish Pub, ja. Weil man das halt so macht
an Samstagabends am 16. Februar, März. Oder umgekehrt, A hat eine gute Beziehung zu C. Ja, auch ziemlich stark. Jetzt wäre das eine komische Situation, wo ihr irgendwie mit zwei Leuten richtig gut befreundet sind und die zwei Leute, die kennen sich eigentlich gar nicht. Einfach schon aus dem Grund, weil ihr ja Zeit mit den Leuten verbringt. Das heißt, ihr müsst ja irgendwo, muss es ja irgendwo Overlapping sein. Ja, ihr könnt euch ja nicht zerreißen, ihr könnt euch ja nicht multiplizieren irgendwo. Und so sagt er halt, dass diese Strong Triadic Closure, oder wenn jetzt irgendwie so starke Ties da sind, dann sagt er, dass es eigentlich fast immer dazu führt, dass dann B und C sich halt auch kennen. Es kann jetzt eine schwache Beziehung sein, vielleicht sind die nicht ganz so gut befreundet wie ihr, aber, oder es kann auch eine starke Beziehung sein, aber in der Regel ist da irgendeine Art von Kontakt da. Und dann ist Triad Closure ist so ein Phänomen, was wir uns oft anschauen in der Netzwerkanalyse, wie sich so Triaden irgendwie schließen. Also irgendwie, ihr seid mit jemandem befreundet und mit jemand anderem und dann bringt ihr halt die Leute irgendwie zusammen. Wenn es auch nur sei, dass ihr dann irgendwann mal Geburtstagsfeier habt und dann reden die halt miteinander. Aber das halt, das oft so ist. Und wenn ihr euch mal überlegt, eure Beziehung, die ihr habt, eure Freundschaftsnetzwerke, dann würde ich darauf wetten, dass die meisten von euren Freunden auch irgendwie untereinander befreundet sind. Okay, und jetzt sagt er halt, besonders bei diesen starken Ties ist das der Fall. Ja? Einfach weil das die Natur dieser starken Ties ist, dass man irgendwie viel miteinander verbringt. Und jetzt ist so das Argument, wenn halt diese starken Ties diese Triadic Closure wahrscheinlicher machen, dann sind diese Ties, die halt quasi jetzt nicht irgendwie eingebettet sind, diese Ties, die irgendwie nicht irgendwie in Triaden drin sind, dann sagt er, dann ist es wahrscheinlicher, dass das schwache Ties sind. Weil die starken, wenn es ein starker Teil wäre, dann würde sich die Situation verändern. Also wenn jetzt hier der eine mit dem anderen hier das grüne ein roter Link wäre, dann würde irgendwann passieren, dass die anderen roten miteinander verbunden sind. Dass sich diese Triaden schließen würden. So sagt er dann im Grunde genommen, dass jetzt haben wir hier den zweiten Punkt, also im einen hat er diese strukturelle Komponente eingebracht, diese Brücken, und jetzt hat er irgendwie die Stärke irgendwie dieser Teils eingebracht. Und die Contribution vom Paper ist, dass er das beides miteinander verbindet. Dass er sagt, diese Bridges, die wir vorher hatten, die sind höchstwahrscheinlich Weak Teils. Weil wenn sie starke Teils wären, wenn sie Strong Teils wären, dann wären sie irgendwann keine Bridges mehr. Also das ist so das Argument, dass Brücken Weak Ties sind. Und jetzt geht er halt weiter und sagt, jetzt sagt er, okay, wir haben jetzt diese Weak Ties und diese Strong Ties und die Strong Ties sind eher irgendwie angebunden in kleine Gruppen und die Weak Ties sind eher so Ties, die Bridges sind, die irgendwie halt unterschiedliche Gruppen miteinander verbinden. Und jetzt sagt er, dass halt eigentlich oft diese Strong Ties jetzt weniger nützlich sind. Und sein Argument ist folgendes, dass er sagt, dass dieses Strong Ties keinen Zugang zu etwas Neuem verschafft. Ja, wenn ihr euch vorstellt, dass da irgendwo Wissen existiert in eurem Netzwerk, wenn ihr dann irgendwie jetzt, keine Ahnung, von einem guten Freund, da hört ihr irgendwie was euch ein anderer guter Freund schon erzählt hat. Weil das untereinander auch schon erzählt wurde. Während im Gegensatz dazu halt eine Weak Tie quasi Zugang verschafft zu einer anderen Community. Zu einem anderen Kreis, wo ihr sonst halt keinen Zugang gehabt hättet über andere Leute. Und deswegen ist halt seiner Ansicht nach, die Weak Ties sind eigentlich stark, ja, the strength of Weak Ties. Also wir sind eingebettet in soziale Netzwerke und beziehen Informationen und Wissen daraus. Und deswegen ist so ein Argument hier, dass nicht nur unsere eigene Position wichtig ist, sondern auch die Position von den Leuten, mit denen wir verbunden sind. Es kommt darauf an, mit wem ihr verbunden seid. Ja? So, und wenn man das halt dann weiterdenkt, dann ist halt das Argument hier nochmal zusammengefasst, dass schwache Teils zu, wenn es so ist, wie der Karne wieder sagt, und das ist halt so, haben wir gezeigt, dass da eine Beziehung zwischen der Struktur und irgendwie der Stärke der Ties, dann sind die Weak Ties, die schwachen Ties zu Leuten, die eigentlich weiter entfernt sind von uns. Und dann, Weak Ties geben uns halt Zugang zum anderen Bereich von Netzwerken oder eigentlich auch viel schneller Zugang zu anderen Netzwerken. Und da gibt es auch tatsächlich eine interessante Diskussion, wo Leute sagen,
jetzt haben wir keine Zeit darüber zu reden, aber Social Capital, ja, was ist denn Sozialkapital und welche Art von Kapital ist denn wichtig? Da gibt es halt eine Gruppe an Leuten um James Coleman herum, die sagen, das ist eigentlich so dieses Eingebettetsein in ein Dance-Netzwerk, ja, so eine kleine Gruppe, wo ihr richtig Support habt und ihr könnt eure Freunde zählen und jeder kennt jeden, so in der Richtung. Während auf der anderen Seite gibt es dann jemanden, Ron Bird, der sagt, nein, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist eigentlich, da kommt ja nichts Neues irgendwie raus. Also ihr kriegt eigentlich, wenn ihr jetzt, ihr habt eigentlich mehr Sozialkapital, wenn ihr solche verschiedenen Gruppen überbrückt, wenn ihr ein Broker seid, so nennt sich das. Oder wenn irgendwie halt um euch herum Burden in das Structural Hole sind. Die Idee hier ist, dass diese schwachen Teils Zugang zu weiteren Communities verschaffen, einfach, dass man dadurch über den Tellerrand hinausschauen kann. Das ist der Punkt. Stellt euch vor, ihr seid irgendwie in einer kleinen Gruppe und jeder kennt jeden und dann hört ihr ja nie was Neues. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid eine Firma oder ihr seid irgendwie ein kreativer Verein oder was in Deutschland was. Da habt ihr dann irgendwann ein Problem, wenn ihr dann keine Verbindung nach außen mehr habt. Und so sind wir jetzt bei der Stärke von diesen Big Ties. Dass wenn wir sie wegnehmen würden, wenn wir die aus dem Netzwerk rausnehmen würden, die schwachen Ties, dann würde sich das Netzwerk stärker verändern, als wenn ihr diese starken Teils rausnimmt. Weil auf einmal halt verschiedene Communities nicht mehr miteinander verbunden sind und auseinanderfallen. Können wir genauso dann sehen, dass schwache Verbindungen Communities zusammenhalten. Oder, da gibt es dann auch viel Forschung dazu, dass Menschen, die viele schwache Teils haben, dass die eigentlich viel wichtiger sind, um irgendwelche Innovationen zu verbreiten. Das ist auch ein bisschen counterintuitiv. Würde der First denken, okay, natürlich der irgendwie gute Beziehungen hat, ist wichtig. Aber hier ist das eigentlich, okay, derjenige, der schwache Beziehungen hat, warum ist der wichtiger? Weil der ist einfach die Information oder keine Innovation oder was auch immer, irgendwie halt breiter verbreiten kann. Da geht es in verschiedene Communities. Während irgendwie, wenn jemand irgendwie halt stark in der Gruppe eingebettet ist, natürlich, dann wird er gefollowt und andere Leute irgendwie hören drauf, was die Person macht. Aber dann bekommen es nur die Leute in diesem kleinen Netzwerk mit. Dann kriegt sonst keiner mit. Und im Extremfall würden halt nur starke Teils zu Fragmentierung führen, dass dann nur noch einzelne verbundene Gruppen miteinander da sind. Und jetzt sind wir beim Punkt mit Getting a Job. Kann man dann argumentieren, okay, starke Teils helfen euch vielleicht, weil die Leute euch wirklich mögen oder würden euch helfen, dass ihr einen Job bekommt. Aber Weak Ties, und das ist das, was Granovetter in diesem Paper zeigt, die helfen halt tatsächlich, einen Job zu bekommen, weil dadurch man neue Informationen bekommt, was man halt vorher noch nicht gewusst hat. Okay, aber dieses Argument von Strength of Weak Ties habe ich jetzt auch mal wieder the man himself. People think social networks is a new idea, a new thing to study. And in fact, anthropologists started talking about social networks probably in the 1930s, and mathematicians were talking about them in the 1950s, and sociologists started picking up on social networks in the 1960s. So I wanted to do a dissertation that showed how interesting and important social networks were. It seemed to me that one of the biggest sources of inequality in our society, in almost any modern industrial society, is differences in the rewards to different jobs people have. So if you could show that people found their jobs through social networks, then that would mean that social networks were a big part of where inequality is coming from. And instead of studying, as I wanted to, men and women and blue-collar and white-collar workers, I only studied male professional, technical, and managerial workers because that was manageable and it was already as many people as I could possibly handle. Professional, technical, and managerial workers are what we might call higher white-collar workers. Doctors and lawyers and teachers and professors and managers and engineers and scientists and people who do technical work. So I found directories for the city of Newton. And from these directories, I chose a sample of people who had recently changed from one job to another. Almost every single person either let me into their house and was interviewed right on the spot, or said, well, you know, we're in the middle of dinner or something, but come back on Saturday. So I ended up
with 100 people who fit the sample criteria that they'd changed jobs recently. And then once I had interviewed those people and had some sense of what was going on, then I could write a survey instrument that I mailed out to another couple of hundred people, and I got 182 of those back. A lot of times when people would tell me that they found their job through someone they knew, I would say to them, oh, so you found the job through a friend. And over again, people would correct me and say, no, not a friend, just an acquaintance. When you hang around with your best friends, they tend to know each other, and you form a clique with them, and their best friends are kind of the same as your best friends. So if you want new information, if you want to be clued in on the latest styles or trends or information, then you ought to go to your weak ties, your seventh and eighth best friends. They're in different circles from your circle, and they connect you to those other circles. In a sense, they are your windows on the world. Most of the people who changed jobs in my study were changing them voluntarily. So that almost never happens unless people think the new job is a better job. So if they really wanted information about new jobs, about jobs they weren't going to hear about any other way, they were finding it through acquaintances and not through their close friends. The majority of these workers had found their jobs through personal contacts. It was 56%. And what was really interesting to me was that more than three quarters, just a bit more than 75% of those in the highest income categories had found their jobs through personal contacts. So this effect was much stronger among people who were at the top of the stratification hierarchy. So this meant to me that social networks were particularly important in channeling people into the best jobs that the economy had to offer. It turned out that people who had been in one job for a very long time, in a place where other people had been in a job for a very long time, had a lot of trouble changing jobs when they had to, because they just didn't know people in other companies. People, on the other hand, at the bottom end, who would change their job every few months, they weren't in those jobs long enough to really make contacts that mattered. The people whose average job tenures was 2 to 5 years were more likely to find new jobs through weak ties than people whose average job tenure was very long or very short. Employers prefer to hire through social networks. They trust the information better about people that they're going to hire, and that's why they go through current employees. People use the internet for job searches. We have LinkedIn. We have all kinds of services, and so people may wonder, how can any of this still be relevant? People will still continue to trust people they know better to find out about places they might work and about employees they might hire than they will some impersonal source that is online. But one of the consequences of that is that if there is a group that has very poor representation in an occupation or in some sector of the labor market, then it's going to be hard for that group to break in. One way that social policy can be efficient, as well as not just effective, but even efficient, is if it makes use of natural social network processes that people are going to engage in anyway. So if white males can use social networks to bring more white males into their firms or into their industries, into their professions, then they have an unfair advantage. Because if there are no such people who are black or Asian or some other ethnic or racial group who are already in the company, then there is a disadvantage there that has nothing to do with qualifications and that just has to do with the history of why those people aren't in there in the first place. Affirmative action can prime the pump by putting a small number, however many people, into that segment of the labor market who are in this underrepresented group. And once those people are there, they can then do what comes naturally to them, which is to bring the people they know into the company in the way that everyone else does. Okay, also erzählt er noch was anderes über, was auch interessant ist, irgendwie, wir nennen es heutzutage Network Externalities, irgendwie, was denn so die Implikationen sind von diesen Netzwerken. Er sagt dann irgendwie, Social Inequality kommt so zustande. Wenn irgendwie Netzwerke Leute irgendwie ähnliche Leute bevorzugen und das dann irgendwie halt funktioniert und da eine Dynamik abläuft, dann haben wir am Ende soziale Ungleichheit. Wo eigentlich gar nicht irgendwie aktiv diskriminiert wird, sondern das eigentlich sich aus den Netzwerken heraus entwickelt. Aber eigentlich der entscheidende Punkt zuerst war das Strength of V-Ties. Habt ihr gesehen in der Animation, dass irgendwie halt diese V-Ties Zugang verschaffen zu anderen Communities, die ein bisschen weiter draußen sind. Ich habe noch eine Aufgabe hier, aber die überspringe ich jetzt, weil ich noch eine andere Aufgabe am Ende habe, die ich eigentlich viel eher machen wollte.
Hier hatte ich eine Frage, inwieweit denn heute tatsächlich irgendwie Weak Ties irgendwie diese Bridges sind. Ja, und das Argument, was ich eigentlich hier irgendwie euch erarbeiten lassen wollen, war, dass heutzutage, ich habe unheimlich gute Freunde, die irgendwie nicht miteinander befreundet sind. Ja. Und dass heutzutage das einfach auch viel, viel einfacher ist. Ja, ich, keine Ahnung, texte den, ich schicke den Foto, sonst was. Also irgendwie ist das vielleicht gar nicht mehr so aktuell, oder das ist irgendwie die Frage, ist es noch so, dass irgendwie tatsächlich irgendwie die Stärke der Thai mit dieser strukturellen Sache zusammenhängt, dass diese Brücken tatsächlich irgendwie schwache Thais sein müssen. Und da würde ich sagen, oder das ist eine Hypothese, die ich aufstellen würde, dass das halt heutzutage nicht mehr unbedingt der Fall ist, weil einfach wir andere Möglichkeiten haben, irgendwie Beziehungen aufrechtzuerhalten. Okay, aber ich will noch ein bisschen weiter erzählen, irgendwie, wo Netzwerke irgendwie in der Wirtschaft irgendwie eine Rolle spielen oder wo sie wichtig sind. Zum einen könnte man jetzt sagen, oder das ist so das Strength of Big Ties-Argument, dass Netzwerke einfach den Fluss von Informationen irgendwie bestimmen. Und das ist eigentlich so eine Anerkennung der Realität, dass nicht jeder irgendwie Zugang zu allem Wissen hat. Das ist so eine Idee, wo wir eigentlich zeigen, dass diese Undersocialized Man, dass das nicht stimmt. Also der weiß einfach nicht alles. Kann er auch gar nicht wissen, irgendwie, weil er gar nicht alle Leute kennen kann. Irgendwo. Und dann sind eigentlich Netzwerke ganz entscheidend, um den Fluss von Informationen zu bestimmen. Ihr hört irgendwas über eure sozialen Beziehungen. So ist es genauso bei Firmen auch. Ja, die hören irgendwie den neuesten Trend oder die neueste Innovation über die Firmen, mit denen sie verbunden sind. Und so kommt dann tatsächlich, gibt es dann irgendwie halt Studien, die zeigen, dass Firmen irgendwie erfolgreicher sind, wenn sie diverser sind, wenn sie irgendwie mehr Verbindungen zu anderen Firmen haben, die wiederum nicht miteinander verbunden sind. Klassische Beispiel, was ich gerade noch wieder hier auch gesagt habe, ist irgendwie das Anstellen von Leuten. Ja, irgendwie, ich kannte halt hier Leute in der Uni und dann haben die gedacht, okay, fragen wir mal den Thomas, ob man halt jetzt hierher kommen will. Und wenn ihr euch mal so überlegt, in welchen anderen Jobs oder die Jobs, die ihr so hattet, vielleicht hattet ihr irgendwelche Studi- oder IW-Jobs oder so, wenn ihr überlegt, wie ihr die bekommen habt, würde ich mit euch wetten, dass das soziale Netzwerk eine Rolle spielt. Irgendwo. Also ist einfach die Realität. Netzwerke helfen auch, das Argument, was Kranowitter in einem anderen Paper macht, das jetzt hier nicht zu lesen hatte, sagt irgendwie auch, dass so Netzwerke, besonders wenn sie jetzt sehr eng sind, ja, wenn jeder irgendwie mit ihnen verbunden ist, dann haben die noch eine andere Funktion, dann spielen die eine Rolle in Bezug auf das Aufrechterhalten von Normen, damit sich ja jeder irgendwie an die Regeln hält. Könnte sagen, okay, weil wenn jeder miteinander verbunden ist, dann ist klar, wie die Regeln hier sind. Wir bescheißen uns halt gegenseitig, weil wir irgendwie alle miteinander zu tun haben. Während man könnte jetzt argumentieren, wenn es irgendwie halt weniger schwach oder weniger dense ist, also weniger Beziehungen da drin sind, dann sind da weniger Incentives irgendwo, dass man das auch einhält. Oder overcoming free rider problems. Ja, free rider problem ist eigentlich sowas, wo keine Ahnung, wir stehen in einer Gruppe da und jemand fällt auf die Straße und wer hilft der Person jetzt? So in der Richtung. Oder wer takes jetzt irgendwie the hit, ja, bei irgendwas anderem, wo man selbst individuell eigentlich keinen Nutzen von hat. Aber wenn man halt eingebunden ist in stärkere Netzwerke, dann könnte man argumentieren, dass das dann eher der Fall ist. Und im Grunde genommen habe ich das eigentlich auch Teil von meinem Fußball. Also da habe ich mir angeguckt, welche Mannschaften gewinnen denn am Ende. Und ein Finding, was halt auch rauskam, war, ist, wenn die enger zusammengebunden sind, ja, dann koordinieren die besser. Weil sie halt mehr Umgang miteinander haben und dass das dann irgendwie halt auch Performance-Vorteile hat. Ich kann auch argumentieren, dass soziale Netzwerke wichtig sind für Reward and Punishment oder irgendwie für Trust und so weiter. Leider haben wir jetzt keine Zeit mehr, aber was ich am Ende noch hatte, das war so die erste Frage, mit der wir angefangen haben, dass ihr einem Freund einen anderen Preis machen würdet. Ja? Also ihr seid jetzt nicht irgendwie rationale Akteure, vielleicht könnt ihr das euch hinterher noch überlegen, oder daheim, jetzt hören wir hier auf. Aber warum oder warum auch nicht irgendwie Beziehungen wichtig sind, wenn irgendwie jemand ein Produkt verkauft oder verkaufen möchte. Ein Punkt wäre zum Beispiel, dass man einfach die Leute immer wieder sieht. Ja, wenn ihr da irgendwie jemanden habt, den ihr nahe seid, ein Familienmitglied oder ein Freund, wisst ihr, okay, die laufen euch immer wieder über den Weg. Das ist, wenn ihr die jetzt irgendwie über den Tisch zieht, dann habt ihr irgendwie ein Problem. Ja, das ist irgendwie auf Dauer irgendwie schwierig. Aber man kann sich da noch andere Dinge überlegen oder in welchen anderen Kontexten soziale Netzwerke wichtig sind für Economic Cash. Okay, wir haben ein Reading für nächste Woche. Ist ein relativ kurzes Reading, von daher ist es, glaube ich, nicht allzu dramatisch. Es sind 2 Seiten, dann 3 Seiten. Nächste Woche gehen wir dann weiter auf Netzwerke und schauen uns Social Influence an.
Ja? Okay.